glaubst nicht mehr an die Prophezeiung? Ich glaube an die Ironie des Schicksals. Adam sagt, dass alle Dinge so passieren müssen, wie sie schon immer passiert sind. Wir müssen das Kreuz tragen, egal wie schwer es uns erscheint. In 6 Tagen beginnt das Paradies und die Hölle auf Erden hat ein Ende. Manchmal frage ich mich, ob das Paradies und die Hölle nicht ein und dasselbe sind. Adam hatte recht. Du hast den Glauben verloren. Hat er dich deshalb geschickt? Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Interessant, dass du es bist. Ich hoffe, dass irgendwann der Tag kommt, an dem du nicht mehr alles glaubst, was Adam dir erzählt. Frag ihn, warum er dich aufgenommen hat. Und warum er dich Noah genannt hat.